Hallo und herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und das sind die heutigen Themen. Im Test das ESR 3-in-1 Ladegerät mit Cryo Boost für euer iPhone, eure AirPods und eure Apple Watch. Außerdem im heutigen Video, wann findet das iPhone 14 Apple Event statt und welche Neuigkeiten gibt es bei der Apple Watch Series 8? Das und mehr in den heutigen Apple News. Viel Spaß! Starten wir mit dem neuen Halo Lock 3-in-1 Ladegerät von ESR. Wie schon bei der zuvor getesteten Halo Lock Autohalterung bringt ESR seine Lüftertechnik Cryo Boost auch auf sein anderes MagSafe Zubehör, um Wärme beim kabellosen Laden zu reduzieren. Mit dem neuen Halo Lock 3-in-1 Ladegerät mit Cryo Boost könnt ihr euer MagSafe fähiges iPhone, eure AirPods und eure Apple Watch aufladen. Schon die Verpackung macht einen hochwertigen Eindruck, auch wenn das Innenleben aus nicht ganz so schönem Plastik besteht. In der Verpackung findet ihr eine kleine Anleitung und auch ein 24 Watt Netzteil, das ihr an die Hinterseite des 3-in-1 Ständers anschließt. Mit diesem Netzteil könnt ihr tatsächlich alle drei Geräte gleichzeitig aufladen, was nicht selbstverständlich ist für derartige Konstruktionen, also nicht jedes Konkurrenzprodukt kann das ebenfalls. Allerdings müsst ihr, um eure Apple Watch laden zu können, noch den Ladepuck eurer Apple Watch installieren. Das dürfte vor allem dem Fakt geschuldet sein, dass Apple bei der Apple Watch Series 7 auf einen neuen, effektiveren Ladepuck setzt, mit dem ihr eure Apple Watch schneller aufladen könnt. Diese Konstruktion ist jetzt allerdings nicht mit älteren Apple Watches kompatibel und ESR möchte hier keinen Kunden verschrecken, weshalb ihr hier euer Kabel von der Apple Watch verwenden müsst. Die Konstrukteure von ESR haben es allerdings geschickt gemacht, so dass man den unteren Teil der Ladehalterung öffnen und das Kabel des Ladepucks im Inneren verstauen kann. Das ging bei mir auch ziemlich flott und innerhalb von 5 Minuten. Den Ladepuck könnt ihr dann einfach an den USB-Port im Ladegerät anschließen. ESR hat hier sowohl einen USB-A-Anschluss als auch einen USB-C-Anschluss bereitgestellt. Anschließend wird der Apple Watch Ladepuck ebenfalls über das ESR-Netzteil der Halterung mit Strom versorgt. Auf der linken Seite der Halterung findet ihr dann die MagSafe-Halterung mit Cryo Boost für euer iPhone und darunter die Ladefläche für eure AirPods oder AirPods Pro mit G-fähigem Ladecase. Auf der rechten Seite könnt ihr dann eure Apple Watch aufladen. Die Verarbeitung des Ladeständers macht einen positiven Eindruck. Die nach oben ragenden Streben, die sind aus Metall, der untere Teil allerdings nur aus Plastik. Billig wirkt es aber trotzdem nicht. Mittig vorne findet ihr noch einen Knopf, der zum Deaktivieren und Aktivieren des Cryo Boost Lüfters gedacht ist. Die ESR-Ingenieure, die wissen hier wohl auch um die Schwächen ihres eigenen Produkts, denn genau wie bei der Cryo Boost Autohalterung fällt der Lüfter durch eine leise, aber permanente Geräuschentwicklung auf. Im Auto hat mich das nicht gestört, da es dort viele Hintergrundgeräusche gibt, welche das Lüftergeräusch überdecken. Das ist im heimischen Wohn-, Arbeits- oder Schlafzimmer aber nicht der Fall und hier fällt der Lüfter definitiv öfter auch mal negativ auf. Aus dem Grund habe ich ihn auch regelmäßig durch einen Knopfdruck deaktiviert. Wenn ihr euer iPhone neu zum Aufladen platziert, ist der Lüfter allerdings standardmäßig wieder eingeschaltet, was etwas nervig sein kann. Wollt oder müsst ihr euer iPhone schneller aufladen, dann empfiehlt es sich allerdings ohnehin, den Lüfter eingeschaltet zu lassen, da die Hitzeentwicklung beim kabellosen Aufladen die Ladegeschwindigkeit definitiv negativ beeinflusst. Außerdem fällt der Lüfter auch nur in leisen Umgebungen wirklich negativ auf, wenn man mit Kopfhörern arbeitet oder gerade laut einen Film schaut, dann kann und sollte man die Kühlung getrost anlassen. Nicht nur die Ladegeschwindigkeit wird es euch danken, sondern auch die Lebensdauer eures iPhone-Akkus. Mein Fazit zum ESR HaloLock 3-in-1 Ladegerät mit Cryo Boost. Also ich bin mit dem Teil super zufrieden. Ja, es hat wie die meisten anderen MagSafe Charger keine offizielle MagSafe Lizenzierung. Das bedeutet, die Ladegeschwindigkeit dieses Ladegeräts liegt bei maximal 7,5 Watt. Durch die Kühlung lädt euer iPhone aber trotzdem sehr schnell und ESR wirbt sogar damit, dass es schneller lädt als der offizielle Ladepuck von Apple, der ja sogar mit 15 Watt laden kann. Nun ja, ich habe jetzt aber irgendwie nicht das Gefühl,
dass dieses Ladegerät hier wirklich schneller ist oder langsamer als der offizielle MagSafe-Ladepuck von Apple. Aber der kabellose Ladevorgang, der funktioniert wirklich sehr zuverlässig und schnell und mein iPhone bleibt tatsächlich auch deutlich kühler als beim offiziellen MagSafe-Ladepuck, was mit Sicherheit, wie gesagt, gut für die Akku-Lebensdauer ist. Bei mir ist in der Regel spätestens nach 3 Stunden bei komplett leerem Akku der Drops gelutscht. Schneller geht es halt nur per Kabel. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wieso eure Erfahrungen mit kabellosem Laden sind. Und weitere positive Aspekte dieses 3-in-1 Ladegeräts, die möchte ich nicht verschweigen. Das ESR-Ladegerät rutscht nicht auf dem Schreibtisch herum. Man kann den Winkel dezent verstellen, auch wenn ich das jetzt noch nicht so wirklich praktisch fand. Es sieht aber auch sehr gut aus und man kann sein iPhone auch quer drauf packen, wenn man mal einen Film schauen möchte. Das ESR Halo Lock 3-in-1 Ladegerät mit Cryo-Boost kostet etwa um die 70 Euro, was ein sehr fairer Preis ist, gerade auch im Vergleich mit der Konkurrenz. Von mir erhält die ESR Halo Lock 3-in-1 Halterung mit Cryo-Boost daher auch eine klare Kaufempfehlung. Alle Links gibt es wie gewohnt in der Beschreibung. Machen wir weiter mit der nächsten News Story und die betrifft das Apple Event zum iPhone 14. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Eventdaten der letzten Jahre. 2015 war das der 9.9., 2016 der 7.9., 2017 12.9., 2018 12.9. und so weiter. Ihr seht schon, es war immer so Anfang bis Mitte des Monats mit einer Tendenz eher zur Mitte des Monats und es war immer an einem Dienstag und Mittwoch. Geht man daher die vergangenen Jahre so durch, dann wäre dieses Jahr der 13. oder 14. September die logische Wahl für das iPhone 14 Event. Die aktuellen Leaker sagen das Event allerdings eine Woche früher voraus, also entweder am Dienstag, den 6.9. oder am Mittwoch, den 7.9. Das sagt unter anderem der zuverlässige Leaker Max Weinbach. Welches Datum nun noch immer stimmt, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal so eine grobe Richtung einteilen. In der Vergangenheit war es auf jeden Fall immer so, dass man die neuen iPhones am Freitag nach dem Event bereits vorbestellen konnte und eine weitere Woche später hat dann die Auslieferung schon begonnen. Und aktuell scheint es zudem auch so zu sein, dass Apple die Produktionsschwierigkeiten in den Griff bekommen hätte und alle iPhone 14 Modelle für eine Veröffentlichung im September bereitstehen. Machen wir weiter mit der Apple Watch Series 8, um die es weiterhin eine Menge Gerüchte gibt. Die aktuellsten Gerüchte des ebenfalls recht treffsicheren Shrimp Apple Pro sagen nun voraus, dass sich an der Basisversion der neuen Apple Watch recht wenig tun wird. Okay, die Apple Watch Series 8, die wird weiterhin in den Größen 41 und 45 mm erscheinen, im altbekannten Design der Apple Watch Series 7. Es gibt keine Titan-Version bei der Basisvariante mehr. Die Aluminium-Version soll in Mitternacht, Polarstern, Product Red und Silber am Start sein. Die Stahl-Version in den Farben Silber und Graphit. Ja, haben wir uns also auch dieses Jahr völlig umsonst auf das neue eckige Design mit den flachen Seiten gefreut? Nicht unbedingt, denn nicht nur Shrimp Apple Pro hat Infos bezüglich wenigstens einer Apple Watch, bei der das Frontglas nicht abgerundet, sondern eckig sein soll. Dabei könnte es sich um die 1000 Dollar teure, robustere Apple Watch Pro handeln, welche auch ein größeres Display bekommen soll. Aus Apples Perspektive wäre das mit Sicherheit clever. Das neue Design wäre für viele mit Sicherheit ein Anreiz, sich die wesentlich teurere Apple Watch Pro zu kaufen. Das war's soweit von mir fürs Erste. Haut eure Fragen und Anmerkungen wie immer in die Kommentare. Dort werde ich auch gerne eure Fragen beantworten. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Euer Fabian.